Hi, Leute, ich bin der Bruga, das ist Creepy Tale 2. Den ersten habe ich ja schon auf dem Kanal gespielt vor ein paar Tagen. Und es ist so ein ziemlich guter Mix aus Märchen und Limbo, also ziemlich abgedreht. Und es gibt auch noch einen dritten Teil, den werde ich auch noch spielen, aber nicht direkt danach. Geht wahrscheinlich ein bisschen länger als der erste. Ich schätze mal so ein paar Stunden, werde ich aber jetzt als Einteiler rausbringen. Also, freut euch oder auch nicht, ich weiß nicht. So. Ich habe kurz mal reingeschaut, läuft alles super. Es gibt sogar diesmal eine Sprachausgabe, was ich sehr schön finde. Und wir starten mit Kapitel 1, Eindringlinge. Es ist, glaube ich, nicht derselbe Junge aus dem ersten Teil, den wir gespielt haben. Ist halt immer eine neue Geschichte, denke ich einfach mal. Aber der Stil ist schon direkt wieder richtig toll. Ich mag's. I lost track of time. I'd better go and check on my family. Ich werde das nicht übersetzen, weil es steht ja schon in Deutsch da. Und ich finde, das wäre doppelt gemoppelt. Das wird nicht so gut passen. Also, ihr müsst leider Untertitel lesen. Aber die sind auch recht groß, finde ich. So, Bewegung, Handlung. Bow and arrows for training in the yard. Und was auch neu ist, man kann diesmal wirklich auch vertikal sich bewegen, nicht nur horizontal. Also ich kann nach oben und unten laufen im Bild. Weil das unterscheidet sich jetzt wieder sehr von dem Vorgänger. This past summer, Father and I found a magical glowing rock in the forest. It looked like amber and now we use it as a nightlight. Okay, ich würde mir sowas ja nicht ins Zimmer stellen. Wer weiß, was das für ein Stein ist, aber gut. Handsome bird that gave me a scar on my cheek. Das passt gerade überhaupt nicht. Der sagte, der Bär hat ihm die Narbe auf der Wange verpasst und hier steht, der Teddybär wurde gefunden. Jetzt muss nur noch der Kopf wieder angenäht werden. Das stimmt doch gar nicht. Das hat er gar nicht gesagt. Was ein Quatsch. Half of the cupboard is full of my creations. I like crafting things out of stuff I find in the woods. Ah, interessant. Kann ich eigentlich noch? Ich drück gerade mal die Knöpfe, aber... The mousetrap is ready to strike. Luring its victim in with a tasty piece of cheese. Cupboard full of handicrafts. Ellie is in charge of it. I don't know why, but she likes to keep it locked with a key. Oh, ich habe ein Inventar mit R. Also ich spiele es mit dem Gamepad. Diesmal funktioniert das auch wirklich sehr gut. Im ersten Teil muss ich mit Maustastatur spielen. Oder halt nur bei der Tastatur. Okay. Ach, das ist Ellie wahrscheinlich. Lars, der Vater. My teddy bear is missing. But you two are inseparable. When did your teddy run off? We were playing hide and seek in the yard. He usually hides behind a well. He thinks that's a good spot, silly teddy. But he's not there today. We'll find him. Don't worry. Ach, so ein Teddy, also so ein Hase. Oh, da putzt das Gewehr. My mother's diary. She went missing 5 years ago and this is all we have left of her. Oha. The way Father tells it, Mother was a very scholarly, spiritual person. She spent every spare moment in the library. We tried to make sense of her entries, but Mother wrote in an ancient language that my grandpa taught her when she was little. Is this the Necronomicon? Father is cleaning his rifle. I shouldn't distract him without good reason. Ich frage mich gerade, irgendwie habe ich so das Gefühl, das klingt irgendwie alles so schwedisch. Okay. Cupboard of food. Okay, denen geht's anscheinend ganz gut. War ja damals vielleicht gar nicht so üblich. Kennt man ja aus den Grimms-Märchen, da sind sie immer alle am Hungerleiden und alles ganz schlimm und die Leute verhungern fast. Und haben irgendwelche Krankheiten oder so. Oder essen Kinder, ne? There's only the teddy bear's body here. Das ist der Körper des Teddybären und hier steht, das ist nur die Leiche des Teddybären. Ach so. What the fuck? Die Leiche. I promised my sister I'd find her teddy bear. It's got to be somewhere in the yard. Na gut, also die Leiche haben wir schon mal. Ach, hier kann ich dann üben, oder was, mit dem Bogen? This stump is where we split logs. It's been here for as long as I can remember.
Der Rabe hat den Kopf. Father and I love shooting in the yard. Yesterday I was only a couple of points away from beating him. Okay. A mean crow tore off the teddy bear's head. How can I make it open its beak? Ich werf die Axt. A mean crow tore off the teddy bear's. Okay. This stump is where we split logs. Ah. Muss ich mir jetzt den Bogen holen und die Krähe abschießen? Okay, dann. I'll only shoot the crow if there's no other option. I think I can outwit the rascal. Aha. Na gut. Handsome bird that gave me a scar on my. Alter. Ach hier, Käse? I think the crow will like a piece of cheese. Naja. It's autumn outside. My favorite time of year. Oh, ich mag auch Herbst am liebsten. Wie ist mit euch? Was mögt ihr am liebsten? Die meisten mögen ja Sommer, aber naja. So, dann auf den Shoppingblock vielleicht. This stamp is where we split. Ah, okay. First, put the lock on the stump and then grab the axe. Alles klar. Okay, es ging doch ganz einfach. There, the Ted has been found. Now I just need to sew the head back on. Ach, das war der Text, der jetzt auch beim also oben bei dem Bärenkopf stand an der Wand. Ach, wie haben die es geschafft? Guck mal, hier sind überall Krähen. Die fressen doch den ganzen Mais. Vogelscheuche ist halt total nutzlos wahrscheinlich. Wie haben die es eigentlich geschafft, einen Bären zu töten? Wahrscheinlich war es Schwarzbär. Gibt's die? Ich weiß ja nicht. Grizzlies gibt's, also die Braunbären, die gibt's doch nur in Amerika, oder? Oder auch vielleicht noch Sibirien? Ich habe keine Ahnung. So, was mache ich denn jetzt? Gebe ich erstmal den Teddy, die Leiche, den enthaupteten Teddy zurück. Oh. I don't want to upset Ellie with a torn teddy bear. Ja, das dachte ich mir. Haben wir irgendwo ein Nähzeug? A cupboard full of handy. Ich weiß nicht. Butter. Jetzt du dich damit aus? Father is cleaning his. Okay. My mother's died away, father. We tried to make sense of it. Okay, okay. Vielleicht hier im Schrank? Cupboard of. Nee. Jetzt kann ich das. Ach, jetzt geht's wieder. Was mache ich denn jetzt? Wie kann ich das reparieren? I'll only. A cupboard. Ellie, can I borrow the key to your little cupboard? Ah. Maybe. What for? I think it'll speed up the search for your lost teddy bear. Okay. Really? All right. Take it. Catch. Okay, ich hätte einfach so mit ihr reden müssen, statt ihr den Teddybär geben zu wollen. So, ah, sie hat Nähzeug. Ja. Ach so. Nadel und Faden mit Teddybär. Teddy's back. Time to tell Ellie the good news. Sehr gut. Look who I found behind the haycart. Tell Teddy not to play with crows again. Thank you, thank you, thank you. So, jetzt musst du nicht mehr mit dem scheiß Hasen spielen. Sean, come here. Okay, gehen wir jagen. It's meant to be a cold night. Be a good lad and chop some firewood. Right away, father.
Okay. Ja. Sind halt so die Basics wahrscheinlich. Deswegen, wir lernen jetzt wohl, wie alles funktioniert. Und dann kommen die Eindringlinge. Muss ich den Baum hier fällen? Nee. Da. Da liegt noch Holz. Oh, der Schmetterling wieder. There's no point going into the woods. There's a felt tree next to the house. Wisst ihr noch? Im ersten, da war dieses kleine Mädchen, die hat diese Schmetterlinge gebaut. Oder gezüchtet und damit hat sie dann die Leute kontrolliert. Und auch Monster und was nicht alles. Also, ich denke mal, das wird hier wieder irgendwie so. This stump is where we split log. Ja, ja, so. Okay, er ist noch ein bisschen klein. Ah, ich muss selber. Ah, okay. That's not going to be enough. I need to get another log. Boah. This stump is where we split log. Unheimlich. Ich musste übrigens selber den richtigen Zeitpunkt wählen, um zuzuhauen, weil sonst ist er umgekippt. Voll gut. So Timing-Sachen. So, wo finde ich jetzt noch? Ach, hier ist noch ein Log. Okay. Boah, es ist creepy. Der Wind gerade. Aber ich find's geil. So. One heavy axe. Father wants me to grow up to be like Hercules. Das ist doch nicht verkehrt. Just need to carry the firewood into the house and I'm done. Wenn du ein starker junger Mann wirst, ist doch super. Aber ein Kind in dem Alter schon Feuerholz hacken. Und das kriegt er auch noch ganz gut hin. Respekt. So. My mother's diary. The way. Ah, ich wollte das. My mother's diary. The way we tried. So. Wollte es eigentlich in den Aufbewahrungsdings da legen. Good job, son. Put the firewood in the stack by the fireplace. Genau, die Feuerbox. I finished chopping the firewood. Now I can take a break. Father is cleaning his. My beloved Teddy, I was so worried the crows had carried you away. Promise me you'll never go missing again. Yeah. I finished chopping the firewood. Soll ich mich jetzt schlafen legen? Okay. Yeah. Jetzt kommen sie wahrscheinlich, oder? Alter, das Mädchen ist wieder da. Ellie, don't be afraid. I won't hurt you. Er blutet. Am Kopf. It's me, Martha. Remember how much fun we had playing tag last week? I've come to take you back to your family. I have a present for you. See how the pebbles glow. You'll gain power and become a part of a grand scheme. Come out and try it on. If you don't like it, we'll leave. I promise. Alter, der Vater ist bestimmt tot. My whole body feels shivery, but in a nice way. I feel like I'm the queen of the world. I am pleased to welcome you, sister. But you're not the only child in the family, correct? That's right. I have a brother. Oh, shit. Excellent. Where is he? Here. He's right up there. Ah! Alter! Alter! Creepy Tale 2. Das war sehr creepy gerade. Be quiet. My name is Pactorn. I'm your house spirit. Pactor und sie übersetzt es mit Polon. Okay. I live in a tree hollow nearby, so I'm always on hand whenever I'm needed. Yeah.
house spirit? I always thought they only existed in fairy tales. My dear Lars, the world is full of magic, but it isn't revealed to everyone. Here, drink this draught of honeyberry. It will calm you and give you energy. Honeyberry und Geißblattsud. Okay. Oh nein, der Vater ist bestimmt jetzt auch tot. Attacked our house. Oh Lars, something terrible has happened. Evil has come to our land. In the last month, children have been going missing, and forest dwellers have been perishing. With a certain diadem, one little girl's mind was enslaved, and now she's gathering a whole army. A diadem? My sister, she just put it on. Dark magic. Now she is in the service of evil. Marta, Dorothy, and now Ellie. Things are getting worse by the day. The mystery lies in the butterflies. They are the ones controlling the forest people's minds while devouring their flesh from within. Duh. What do we do? How do we save Ellie? Did you see the giant with Marta? Ellie will probably get something like that as a servant. Simply going in and taking Ellie won't work. We need a plan. Go to the town, find my brother. He lives in the tailor's house. He even helps with the sewing and the housework. And he's awfully inquisitive. He's sure to know more than me. Take him some of my very own homemade mushroom cakes. They're his favorite. Pilzkuchen. Geil. Thank you, Bakhtun. It was good to meet you. I'll be waiting for you and Ellie. May the forces of nature help you. Eieieiei, das ist ja richtig schlimm hier. I'm scared of what I'll find when I go home. Boah, der arme Junge. Ich wollte jetzt auch nicht, ja, ich wollte den Bogen noch holen, aber na gut. Generell wollte ich jetzt auch nicht mehr nach Hause. Ach, da geht's in die Stadt, ja. Alter, vielleicht ist der Vater dann schon aufgefressen oder so. Das Spiel ist gespeichert. Was denn? The end of the rope isn't being used for anything. Okay, aber ich habe leider nichts. Was machen die überall das Licht aus, wenn ich vorbeikomme? Weird. Somebody must have been in a hurry. They left a jack out in this bad weather. Okay. Judging by the sign, this is the tailor's house. I hope they'll be happy to see me here. Da fände ich bestimmt eine Schere. It looks like the girls beat me to the tailor's. I need to take a good look around. The house spirit probably hid in time. Oh, die Katze hat einen Schlüssel um den Hals. Nimm die Schere mit. Eine Sicherheitsnadel. Was ist das? That's one huge claw. It looks like the tailor put up a good fight. Eingeschloss. Nehmen wir alles mit. Also war die schon hier in der Stadt und hat die Leute angegriffen? Ja, kein Wunder, dass die alle Angst haben. Hm. Interesting fireplace. A claw would cut through canvas easily, but to do what? Ja, einfach mal gucken, was dahinter ist. Okay, dann. Ah. Here. Kitty, kitty, kitty. Don't be afraid, I won't hurt you. Come down. Okay, das geht nicht. Ja, da war noch was. Das Garn. Da ist noch ein Brief. Letter from a wood fairy. Addressed to the house spirit that lives in the tailor's fireplace. Aha, so the house spirit has a hideaway. I hope he got to it in time.
Kann ich eigentlich auch rennen? The Taylor's house. The owner has been kidnapped, but I still have hope of finding the house spirit. It should have had time to hide. Nee, rennen kann ich nicht. Ja, okay, dann schneiden wir uns mal das Seil ab, aber... Alter, das kann er was dagegen tut, gegen das Vieh. Ich sag nicht, dass es ein Kind ist. Es ging so ein Vieh mit diesem Diadem, was es verzaubert hat. Irgendeine böse Macht, die Kontrolle übernommen hat. Geht hier noch was? Aha. Going further into town doesn't make sense. The Taylor's house is right behind me. Okay, ich muss auf jeden Fall im Haus weitermachen. The Taylor's house. The owner has been kidnapped by... Okay. So. Cakes made with honey mushrooms. They look tasty, but I'm not going to risk eating house spirit food. Huge pin. Monster claw pulled out of a beam in Taylor's house. Just thinking about the creature it belongs to gives me the creeps. Letter from a wood fairy, addressed to the house spirit that lives in the Taylor's fireplace. Spool of yarn. A heavy bond. Mm-hmm. Strong rope, about 5 meters long. And old, but not the best side. I can't, that, mate, you want, I can't imagine how... Ich probiere jetzt einfach mal. Oh. I can use this to hook onto something and climb up a little way. Okay. I can't, you want to... I can't, that, you want that... I can't... My personal invention. A fishing rod made out of a pin and some yarn. Funktioniert. I can't, not that... Great idea. If I attach the pin to the end of a spool of yarn, I'll have a rudimentary fishing rod. Ein einfacher Stab. Nein, es ist eine Angelrute, also was zum Angeln halt. Canvas made from a very thick material. Ripping it with my hands won't work. Oha. Die Kralle ist echt scharf. I found the house spirit's home, but the door is locked. Das ist schlecht. Ob die Katze Pilzkuchen isst? Nee. I found the house spirit. Kann ich irgendwie zur Katze? Nee. Also die einzigen Punkte ist das hier. Nee, warte mal. Der Krug vielleicht. Vielleicht kann ich mit dem Krug angeln. Ich wette, da ist irgendwas drin. Vielleicht Milch. Good idea, but it would be better to hook the mark while on the roof. Good idea, but it would. Komm ich da irgendwie rauf vielleicht? Wie komme ich denn aufs Dach? Good idea. Da muss es doch irgendwie... Aha. Mhm. It's got a good hold. I think I'm going to try climbing up. Oh, cool. It's too far. If I try to jump, it might be the last thing I do. Der Kleine traut sich auf jeden Fall was. Voll gut, ich mag die Rätsel. Achso, ich muss das angeln. Selber. Ja und? Glass filled with fresh milk. Sehr gut. Ich frage mich, ob er es jetzt schafft, das nicht zu verschütten, wenn er da runterklettert. Okay, er hat es geschafft.
Alles klar, dann habe ich was für dich. Here, kitty, kitty, kitty. Come down and have some tasty milk. Kommen Sie runter, Katze. The poor thing is scared out of its mind. It's even afraid of me. Wenn ich ein bisschen weggehe. Ah, sehr gut. Gutes Kätzchen. All the scary stuff is over now. Be a good kitty and let me take this little key of you. Sehr gut. I found the house spirit's home, but the door is locked. So. Wie gesagt, ich find's recht cool. Die Rätsel, die sind nicht schwer. Oh nein, Alter. Der hat auch solche Steine. Hello, I'm Lars. Backthorn told me to find you. Is he all right? Yes, he hit me when I was being chased, and he told me you could help. I have to save my sister. Something terrible has happened to her. Lars, your sister's mind has been possessed by the diadem. I'm afraid that simply taking it off won't be enough. Backthorn said you were brave. Well, you're going to need your bravery now. Even my master, the brave Taylor, lost his battle against those creatures. He landed a few good hits, but they just got up and attacked again. I tried to help, but they slashed me with their claws. And I tumbled down into the basement. Oh. It seems the girls are hunting boys. It's eine Menge Blut. Yes. They use them as living cocoons to turn larvae into new magical butterflies. Also es ist wie der erste Teil, nur ja, es ist jetzt halt ein neues Mädchen, die böse Dinge tut. The demon himself is harmless. He hides in a cave, and little girls do all his dirty work for him. You need to hurry. Head east through the forest, and there you'll find the cave. But how am I supposed to defeat evil? Oh nein, er ist tot. Curses. I think he's dead. El is being possessed by evil. Who knows where, and I'm stuck here. Father, I've no idea what's wrong with him. No. Lars, keep it together. You're going to find a way to lower the ladder, find the cave, and save your sister. So eine typische Märchensituation. Gebrüder Grimm halt. A strange rail mechanism. It might have something to do with the ladder. Zieh nicht noch was? Das sind doch Rädchen. Part of the house spirit's arm has been changed to a prosthesis with a hook on the end. What if this is the key to the way out? Okay. Aha. A strange rail mechanism. Okay, warte, dann ist hier noch was? Nee. Kann ich das nicht so lassen? Hallo? Aber the ladder is too high. I need to find a way to lower it. Aha! The prosthesis slotted perfectly into the mechanism. Komm ich da nicht ran, oder was? Oh doch. Grün ist es nicht. Das auch nicht. Passiert nichts.
Warte, ich mach's nochmal dunkel. Ja, das ist richtig. Jetzt muss ich wahrscheinlich nur den richtigen Ring ziehen. Nee. Ah, man kann ihn noch ganz hoch. Okay, jetzt habe ich es gerafft. Jetzt ist es richtig. So, und du? Warte mal, ich mache mal. Ah, alles klar. Okay, der muss. Warte mal, der linke muss ganz links. Der blaue muss rechts oben und der grüne muss den zweiten. Alles klar, ich hab's. Jetzt habe ich es kapiert. So. So. Nee. Der muss. So. Jetzt müsste ich den grünen ja runterziehen können, oder? So. Und jetzt den roten. Yay, okay. Warum auch immer so ein komplizierter Mechanismus. Okay. Hey. Another disappearance today. And who do I see at the scene of the crime? That's why I'm here. Let me go. I'm looking for my sister. Monsters attacked my house. I managed to escape, and now I'm here looking for answers. Ah, misfortunes never come singly. This morning, my sweet, clever princess disappeared. Someone crept into the royal garden, tore a maidservant to ribbons, and kidnapped my daughter. They're attacking the town too. The monsters are being controlled by girls who are possessed by evil. You are better informed than my advisors, boy. Who are you? Your Majesty, my name is Lars. I'm the son of a humble huntsman. All I know is that the evil creature giving orders to the girls is harmless, and it is holed up in a cave somewhere. I'm going there to rescue my little sister. Your words and deeds are worthy of respect, and you are not lacking in courage, I see. I'm willing to do anything for my family. I beseech you, find my daughter. I will grant you half a kingdom, whatever you want. You have my word as king. But... As king. Here, this is her portrait. Please, boy, find her. All right, I'll do my best. My carriage is waiting outside. I'll take you as far as the forest. Time is of the essence. Der König beauftragt uns. Hat er nicht einen Haufen Leute, die das machen könnten? Statt ein kleines Kind? Ich schätze mal, so alt sind wir doch nicht. Also maximal 12. Go, find my little princess. And remember, good always conquers evil. Okay. Off with you. Great deeds await. Wait! Many dangers lie ahead of you. Here, take my dagger. Ich wollte gerade sagen, kriege ich wenigstens noch irgendwas, was uns hilft? Ein Bogen wäre auch nicht schlecht. Thank you, my king. Okay. Kapitel 2. Schritt ins Ungewisse. Oh, der Baum sieht ja schon sehr nett aus. Boah, ich weiß ja nicht. Das ist halt wieder so typisch Märchen, dass ein Kind damit beauftragt wird. Tu das nicht.
Ach, das ist das Bild von der Prinzessin. The king asked me to rescue the princess and gave me a pencil sketch of her. A dagger gifted by the king. A true treasure. The handle is encrusted with rubies and the blade is gilded. Könnte man bestimmt gut verkaufen. Strange. Someone's been digging in the earth next to this tree. Was ist das denn? A heavy fruit similar to a pear. It's strange to see such a fragile little tree in the middle of this gloomy, imposing forest. The fruit is too high up. I can't reach it. Ein monolithischer Wald. Sieht aus wie ein Holzgolem. A sinister idol frozen in an unnatural pose. Although it does blend in perfectly with the creepy surroundings. Dieser Gesang. Das ist echt gut. Das ist richtig gut gemacht, zur Atmosphäre mäßig. It's so dark. There's an old lantern hanging above the table. Ich sehe kaum was. Brauche wohl irgendwas, um die Lampe anzumachen. Vielleicht, ja. Feuerstein. Werde ich hier aber nicht einfach so finden, hä? Oha. Das ist wieder so eine Glühfrucht. Ach, guck mal, das Vieh. A weird branch on a hinge and some small hollows. Hallo. So ein kleiner Waldgeist. Oh. Gib eine Pilzpastete. Oh, ich würde auch gerne Pilzpastete essen. Geil. Und jetzt? Hilfst du mir? A weird branch on a hinge. Toll. The bridge is broken, but there's no other path. Ich find's lustig, dass sie SZ noch nutzen, also so scharfes S. Wirkt so ein bisschen altmodisch. Na, krieg ich was von dir? Oh, die Klappe bleibt auf jeden Fall auf. Na toll. Jetzt habe ich dir meine Pastete gegeben und der hilft mir gar nicht. Not the best. Strange seed. Ah, okay. Ich dachte schon, ich musste die Frucht noch reinwerfen, aber wir brauchen das Saatgut. Dann gucke ich mal, ob ich da jetzt die einpflanzen kann. Strange. Hä? Weißt du den Brunnen? Was haben wir denn jetzt hier? Figurensaatgut. Ach, warte mal, ich muss es doch bestimmt in die Öffnung legen am Baum. Oder hier? Ne. Warum Figurensaatgut eigentlich? Und warum kriege ich da nur eine einzige Samenkapsel raus? Ah! Alles klar. Ich wette, mit dem anderen kriege ich dann die Frucht runter, die ich jetzt da oben aktiviere. Strange. Sorry, little tree, but I need your fruit. Oh. Das ist ja nett. Ja, jetzt ist alles so ein bisschen magisch, ne? So. Und dann kann ich drin Licht machen und komme da weiter wahrscheinlich. Was?
Alles klar. Aber was hat das... Warum habe ich mir jetzt die Pastete gegeben? Keine Ahnung. Naja. Wurst. Yes. Okay, jetzt gucken wir uns... Eine Schaufel. Kann ich vielleicht draußen graben? Was ist das? There's a diary. Looks like the owner wrote in it regularly. Aha. 17. März 1837. Es ist völlig untypisch für mich, ein Tagebuch zu führen, aber ich musste die letzten Ereignisse, die mir widerfahren waren, aufschreiben. Gestern Abend hatte ich in der Kneipe The Drunk Dragon Inn das Glück, ein Gespräch mit einer äußerst merkwürdigen Gestalt zu führen, die in eine Vielzahl von Bademänteln gehüllt war, über denen ein Kapuzenmantel lag. Die Umlaute sind komisch. Plötzlich setzte er sich zu mir an den Tisch, gab mir einen Drink aus und begann ein Gespräch. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, nur zwei blaue Pupillen leuchteten aus der Dunkelheit. Er erzählte mir, dass es im Ulut-See lebendiges Wasser gibt. Das nicht lebenden Dingen Intelligenz und Fähigkeit zur Bewegung verleihen kann. Alles, was ich tun musste, war, gute Holzklötze herzustellen, die schließlich meine treuen Diener werden würden. Im Gegenzug verlangte er nur, dass ich ihm eine Statue als Bezahlung für seinen Rat gebe. Diese Geschichte hat mich die ganze Nacht wachgehalten und ich habe bis zum Morgen gewartet, um mich auf die Wanderung vorzubereiten. Der See sah ganz normal aus und nachdem ich mich für meine Naivität gescholten hatte, wollte ich gerade nach Hause gehen, als ich einen seltsamen Schimmer über dem Wasser wandern sah. Über das Wasser. Als ich mit ein paar Flaschen lebendigem Wasser zurückkam, machte ich mich sofort an die Arbeit. Ohne Schlaf und Ruhe, nach ein paar Tagen Arbeit, hatte ich meine erste Statue fertig. Ich spritzte etwas Wasser auf sein Gesicht und wunderte mich über die plötzliche Veränderung in den schroffen und leblosen Gesichtszügen meines Holzkindes. Ihre Augen leuchteten auf und das Erste, was er sagte, war: Hallo Vater, ich bin bereit zu dienen. Er sprach, bewegte sich aber nicht. Ich dachte, ich hätte vielleicht einen Fehler im Entwurf gemacht und machte einen anderen. Aber auch hier war es das Ergebnis das gleiche. Ich fing an, mit der Form und dem Holz zu experimentieren, aber alle meine Bemühungen waren vergeblich. Sie konnten zwar sprechen, waren aber immer noch unfähig, sich zu bewegen. 12. Juli 1837. Meine Arbeit war zum Stillstand gekommen und ich war ziemlich verzweifelt, als es an meine Tür klopfte. Auf der Schwelle stand derselbe Fremde. Er war traurig zu hören, dass das lebendige Wasser aus dem See seine letzte Kraft verloren hatte und nur noch Vernunft schenken konnte. Für den nächsten Schritt muss ich zum verfluchten Schacksaltonsee gehen, um aus ihm das tote Wasser zu schöpfen, das die Statuen bewegen wird. Nachdem ich alles zusammengetragen hatte, was ich für die gefährliche Wanderung brauchte, machte ich mich auf den Weg. Der See begrüßte mich mit einem unheimlichen Dunst und je näher ich kam, desto mehr wurde alles um mich herum in Dunkelheit getaucht, durch die ich ein unheimliches Flüstern in einer mir unbekannten Sprache hören konnte. Und dann fühlte ich meinen Fuß in den See treten. In schwarzen Nebel gehüllt zog ich blindlings die erste Fiole, doch als ich nach der zweiten griff, wurde das unheimliche Flüstern immer intensiver. Ich fühlte mich, als ob etwas Großes und... Was? Unentzündliches seinen Blick auf mich gerichtet hatte. Ich hab keine Ahnung. Ich begann zu spüren, dass ich die Kontrolle über meine Muskeln und meinen Willen verlor. Ich weiß nicht, was mich an diesem Tag gerettet hatte, aber ich schaffte es, mich zu konzentrieren, stürzte schnell davon und rannte, bis meine Heimat am Horizont auftauchte. Das tote Wasser, das ich während dieser gefährlichen Expedition gesammelt hatte, hatte den Statuen Kraft und die Fähigkeit gegeben, sich zu bewegen. Sie dienen mir treu und helfen mir bei meiner Arbeit. 31. Oktober 1837. Wir waren im Wald, als es stark regnete. Offenbar hatte es das ganze Wasser aus den Statuen herausgespült und sie waren in den Posen, in denen sie gewesen waren, eingefroren. Zum Glück habe ich noch einen Vorrat an totem und lebendigem Wasser, um neue Helfer zu machen. Das nächste Mal muss ich besonders vorsichtig sein und Vorkehrungen zum Schutz treffen. Denn ich wollte nicht noch einmal zu dem verfluchten See zurückkehren. Aha. Aha.
Das ist doch bestimmt. Looks like a storeroom. There's a heavy lock on the door. Das ist doch bestimmt eine Kombination hier. Nochmal. Also 2, 4, 1, 3. Könnte 4 sein, das 3. Das 5. Ich gehe jetzt mal nur von den Ecken aus. Punkt ist 1. Dreieck ist 3. Tada! Lebendiges Wasser! Oder? Ist es? Fläschchen. Bottle of living water. Also lebendig ist für den Verstand, tot ist für den Körper. Verstehe. Darf es halt nur nicht regnen. Da Blut an der Schaufel? Alter, das ist alles so makaber hier. It would have been foolish to expect a chest full of treasure, but a skeleton? Wen hat er denn hier begraben? Vor allem, ist es vielleicht selbst der Holzfäller, der hier begraben liegt? Wow, a whole wooden troop. Hello? Okay. The idol could help me out. I just need to find a way to breathe life back into it. Mhm. So, versuche ich mal hier das Wasser aus. Thank you, boy. Now I can speak again. Okay. Das funktioniert. I am but a part of the great sycamore tree, transformed by my creator into a form in its image. Life dwells within trees, rocks, and every blade of grass, but we are usually not in a form that allows us to converse with humans. Here I am again. Among your kind, so my journey is not yet at an end. Your creator, is this his house? No, he departed this world long ago. Another cabinet maker lived here. He disappeared around a year ago by my reckoning, though I may have lost track of time while I was standing here. That's sad. Boy, I can see you're lost. Help me, and I will lead you out of the deep woods. Sprinkle that water on me, so that I may walk again. Where can I find it? The owner feared to keep it in the house, so he stored it in the earth next to a fragile little tree. Aha. Also hier irgendwo? The idol said that the dead water is buried beneath a fragile little tree. I can't get to it without a shovel. Gut, dass ich eine Schaufel habe. Aha. Aber ich verstehe den Sinn nicht, warum totes Wasser Bottle of dead water. Dann was wiederbeleben kann. Thank you, boy. I suppose you know too much now. To avoid any problems in the future, I will have to kill you. Was? Ist das dein verdammter Ernst? Have you found? No, I'm still looking. Ist das dein verdammter Ernst? Dich belebe ich nicht mehr. That is, of course, as long as the diary wasn't just the mad scribblings of a crazy person. I
am ready to serve a new master. Ich wette, der hat selber den Tischler umgebracht. Das Ding ist, der Verstand ist wahrscheinlich nicht gerade gut für diese Dinger. Okay, er kommt mit. Ja, dumm gelaufen für dich. Alter. Also, dass solche Viecher Verstand besitzen, ist nicht gut, ne? So. Wow. The bridge is broken, but they're... Okay. Muss ich jetzt etwa alle da reinschmeißen? Die ganzen anderen Holzköpfe? Ist ja auch nicht gerade sehr nett, aber ich meine, wenn die keinen Verstand haben, sind es einfach nur Puppen. Na, bist du böse, hä? Hä? Soll ich mal ein bisschen an dir rumschnitzen? I can't imagine how this. Alter. Evil shit. Und der letzte. Yay. You have served well. Rest in peace now. Er ist schon ein guter Junge. Naja. Ist keine schöne Welt hier. Jetzt einfach diese Holzpuppe tötet. Sag mal, der Vogel, der ist schon die ganze Zeit vor uns, habt ihr gemerkt? Das ist voll schön hier, das kann nur böse sein. I'm starving. Decent folk must live here. I'm sure they won't mind if I ask for some bread. I could do with the energy. Die Macht wird mich nicht stören. I heard a noise at the window. Is somebody knocking to come in? Nein. Alter, sie ist bestimmt kleine Kinder. Hello, Granny. I've been wandering in the forest all day and I'm exhausted. Could I trouble you for a small piece of bread? Come in, boy. Eat, rest. I won't do you any harm. Ich tu dir nichts zu schaffen. Nee, ohne Scheiß, Junge. Nee, 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 nee. Das sieht viel zu nett aus hier alles. Das... Come in. I have delicious pies. Eat up. Ah, ich hab's gewusst. Ja, sie ist eine Hexe. Und sie frisst Kinder. Was zur Hölle, ey. Das nimmt wieder so einen richtig krassen Turn hier. Guck mal, daneben ist alles voller Eingeweide. Alter. Hey, guys, what's going on? Isn't it obvious? We're sunning ourselves while we wait for lunch. Sich in der Sonne ahlen, während man auf das Mittagessen wartet, was? Right, and we are lunch. What do you mean? I mean what I said. There'll be soup, casserole, and pies. Not made from pork, but from children. They're on a diet right now. Clearly, Jens Breely was seriously ill. What are you talking about? There was another boy with us, Jens. All plump and rosy-cheeked. Der dicke Jens. They noticed his right meaty flanks right away. The very first night, he was put on a spit and roasted. But they didn't know that Jens had been sick. They were suffering for days afterward. Then we see the old woman carrying squirrels out of the forest. They must be having squirrel soup to settle their stomachs. But as soon as they feel better, they'll kill us and cook us in a stew. Ach du Scheiße. Nichts außer dem Bild. Der Dolch ist weg. Der gute Dolch vom König. Okay. Yes. Yes.
Just standing here and breathing in the stench is unbearable. If I go inside, the stink might kill me. Das ist das Scheißhaus. Alter, diese dumme, ekelhafte Hexe. Was ist das? Aua! Ow! The leaves burn and stink. I can't pick them with my bare hands. They stink. Thorns everywhere. The creepy plant has surrounded the house like a protective barrier. Ist das Schweden? Ich weiß nicht, ob Schweden, ob die das so hart aussprechen, Vokale. Weil es heißt ja Sting und nicht Stink. Alter, guck mal, diese Gase wieder aufsteigen. Kann ich euch rauslassen? Hold on. I'm not going to abandon you. You're good. You only just got here and you're already free. The keys to the cages must be somewhere in the house. The witch never lets them out of her sight. She always wears them on her belt. Ihr wisst, was das bedeutet? It's no use. Save yourself. Forget about us. Nein. Not a chance. I'll think of a way to save you. Das heißt, die Hexe muss sterben. Ist das ihr Haus? Wow, sieht ganz anders aus hier, als man am Anfang dachte. Ich dachte, das war viel zu gut, um wahr zu sein, diese ganzen Blumen und alles. Looks like the door is locked from the inside. Na toll. Was ist für ranzte Haus hier? Das ist richtig übel, diese ganzen Abfälle. Kinderabfälle. Was ist das denn? Sind das Nieren und Herzen und alles? Cupboard containing pickled foods. Hearts, kidneys. Oh mein Gott, dann hat ihr nicht nur ein Kind gefressen bisher. Die ekelhafte. Habe ich da eigentlich aufgesammelt? Gießkannen? Was ist das? Unusual watering can. Colorful watering. Gloves made from rough leather. Ah, ich werde mit den Handschuhen, kann ich diese Pflanze pflücken. Ist das eine Brennnessel? Aber sieht nicht so aus. I need to find something to carry it in. Otherwise the leaf will burn me through my clothes. Ach komm. Ah! Ow! The leaves burn and st- Also ich kann die Form ändern mit denen. Aber warum sollte ich das machen? Ah, okay, das ist der Kreis quasi, ist jetzt vollendet. Ist jetzt wieder grün. I need to find sind sie blau, wahrscheinlich noch gelb. Ja. Okay, ich muss die richtigen Blätter erzeugen. Gibt es in Australien so eine Pflanze, die heißt The Devil's Toilet Paper? Das soll die schlimmste Brennpflanze sein überhaupt. Also 100 mal schlimmer als Brennnesseln bei uns. Aber wen wundert's? Ist Australien. Table with a locked drawer. Ich glaube, die zu kombinieren macht auch keinen Sinn. Ich muss irgendwie. Wenn ich denen das Bild zeige, wird auch nicht viel bringen. Ich muss irgendwie ins Haus kommen. Das ist der einzige Weg. Ich füttert den Mann ohne Beine. Alter. Da kommt sie. Okay. Das ist schon mal ein Hinweis. Aber wenn sie mich sieht. Ja, geh bloß hoch. Ist das so ein Samovar? So ein russischer Tee-Dings hier? God, this an old chair. Like everything else. Okay. God, this place stinks. Da ist der Vogel. Ein Messer. Okay. Ist es mein Dolch? Ja, mein Dolch. Ich habe mein Dolch wieder. Okay.
Aber jetzt brauche ich noch was, um das zu transportieren. Also gelbe Monde? Gibt's hier gar nicht, oder? Nee, also... grünes Spinnennetz, gelbe Monde... Ah! Oh nein, es war klar, wenn ich hinten reingehe, dass ich tot bin. Aber ich gehe erstmal die Schublade. Ich kann mich da bestimmt irgendwo verstecken. Curses, none of the keys work. Save yourself, forget about us. Hold on a little longer. I'm going to look for different keys. Nein, ich lasse euch da nicht im Stich. Vor allem, wer würde sowas sagen? Das wird niemand sagen. Das ist genauso wie in Filmen, wenn die sagen, oh, lass mich zurück, ich behindere dich nur. Nein, wird niemand sagen. Man will natürlich einfach draufgehen, um jemand anderen zu retten, den man nicht mal kennt. Aha. Da sind irgendwelche Runen. Aha. Da ist was von dem Baum. War gut, dass man die so steuern kann hier. Pilze. Aha. So, warte, ich mache mir davon mal einen Screenshot mit dem Handy. So, perfekt. Oder ist da noch was? Ich wette, da ist nichts mehr. So, und dann, da mache ich mir noch einen Screenshot hiervon. Oh nein, sie bewegt sich gerade. Du Ekelhafte. Alles klar, so. Ich hab's. Das heißt... Na, was machst du denn? So. Das heißt, der Mond ist das hier. Das stimmt schon mal. I need to find something to carry it in. Okay, dann brauche ich einen Behälter, ne? Ja, aber Hauptsache, ich habe das schon mal. Das ist gut. Schon mal ein Rätselhinweis. Oder die Lösung. Wie gesagt, ich brauche nur noch was, wo ich es drin aufbewahren kann. Und das ist dann wahrscheinlich irgendein Gift oder so. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Ah, da kommt sie wieder, die Ekelhafte. Ja, das ist auch ekelhaft. Die sind alle ekelhaft. Komm, klingel. Widerling. Böser Vogel. Oh, ich kann mich hier verstecken. Sehr gut. Ich kann diese ja beide vergiften. Hier. Oh Gott, das schaffe ich nicht zu lesen in der Zeit. Looks like the squirrel soup I had. Das kann ich doch nicht lesen alles in der Zeit. Ich mache mir mal einen Screenshot auch davon. Werde ich bloß nicht um, Alter. So. Schnell runter. Okay, okay. Ich glaube, wir haben's. So, da lese ich das mal kurz.
Bokassa-Bein. Sie benötigen eine Keule, vorzugsweise eines fetten Kindes, 8 Knoblauchzehen und viel Senf. Das Fleisch großzügig mit Senf bestreichen, abdecken und einige Stunden stehen lassen. Stechen Sie anschließend mit einem dünnen Messer 2 cm tiefe Löcher in das Fleisch. Reiben Sie das Fleisch mit Knoblauch ein, backen Sie es etwa eine Stunde lang. Was? Tropfen Sie es regelmäßig, bis es durchgegart ist und kontrollieren Sie bei mittlerer Hitze. Kontrollieren Sie die Hitze bei mittlerer Hitze. Okay. Servieren Sie das Fleisch, so wie es ist, oder mit Preiselbeermarmelade. Alter. Die Suppe der Weisheit. Mischen Sie das zerstoßene Herz mit dem Pansen, dem feingehackten Gehirn und den Lungenstückchen. Kochen Sie es 5 Stunden lang mit Roggenbrot und getrockneter Zunge servieren. Alter. Festtagsgulasch. Ein köstliches und schmackhaftes Gulasch kann nur aus den zarten Teilen eines Kindes bestehen. Marinieren Sie das Fleisch zusammen mit dem Gemüse in einem großen Topf. Gießen Sie Wasser darüber und schmoren Sie es eine Stunde lang. Vergessen Sie nicht, Lorbeerblatt und Pfeffer hinzuzugeben. Und Sie können das Gericht mit Augäpfeln und Moltebeeren dekorieren. Schön. Leckeres. Das heißt einfach nur Leckeres. Schneiden Sie den zarten, ungeformten Kinderbizeps in kleine Würfel. Wickeln Sie sie dann in Kohleblätter ein, die eine Minute lang in kochendem Wasser gekocht wurden. Die resultierende Rolle sollte mit menschlichen Handgelenkspulver verzehrt werden. Mit einem Glas Kaltblut servieren. Alter! Das ist eine kranke Scheiße. So. Gut. Wer weiß. Man sollte ja nicht drüber urteilen. Vielleicht ist es ja lecker. Kann ich die jetzt? Ah, okay. Da habe ich es jetzt drin. So, das nächste ist das grüne Spinnennetz. Und Spinnennetz ist das hier. So. Ah, nein, ich hab. Nee, warte, das stimmt sogar. So, grün. Und dann als nächstes die blaue Mistgabel. Was ist dann das hier? Blau. Und dann kommt noch als letztes der rote Vogel. Das ist das hier. Jo. I think that's enough leaves. I need to grind them down and see what I get. The powder has a slight glow and smells faintly of almonds. Could it be? Have I actually made a poison? Ja. So, jetzt kann ich das wieder zumachen. Es wird die Alte vergiftet. Die Alte und ihr Mann. Ekelhaft. So, geh lieber hier rein, das ist sicherer. Ich hätte es übrigens auch danach lesen können, wenn ich sie ausgeschaltet habe, wahrscheinlich. Hat er gerade geklingelt? Jetzt bin ich gespannt. Ja, gib ihm den Scheiß. Vielleicht kann ich sie ja erstechen oder so. Ich glaube, hier steckt mich erst nochmal, bis sie runtergeht. Das ist sicherer. Ey, das war im ersten Jahr auch schon mit dieser ekelhaften Hexe, ne? Aber ich finde das gerade richtig gut. Ah, diese ganzen. Alter, wie es hier stinken muss, ne? Du widerst mich an. Poison. Komm, klingel. Und dann füttert sie den Vogel auch noch. Der Komplize. Aber wenn ich ihn vergifte, wird das ja nicht so viel bringen, oder? Ja, die Kamera fährt noch mit, wie schön. Da muss ich gar nicht rüberlaufen. Okay. Macht sie jetzt. Hä?
Passes. The door is locked. Ja, und jetzt? Ist er nicht vergiftet? Die trinkt aus der Tasse. Habe ich noch was von dem... Oh, ich habe noch was von dem Gift. Sehr gut. Na, der Vogel! Komm, trink noch einen Schluck. Ich hoffe, sie kommt nicht hoch. Ja, okay. Schnell, schnell. Schnell. Junge! Ist aber ein bisschen blöd, ne? Die Alte. Oh! Die. Na toll, wie soll ich das jetzt machen? Das Ding ist, sie sieht mich ja jetzt jedes Mal, oder? Ist sie gerade bei dem Vogel? So tun. Ah. Geh, geh, geh. Ah, das muss so sein. Ich muss sie ablenken. Sucht sie mich überall. Ah, jetzt nicht mehr. Okay. Trink und stirb. Wie sie es einfach ignoriert, dass ich jetzt gerade da war. Anstatt aus dem Haus zu rennen. Gut, ich kann. Theoretisch kann ich ja eh nicht weg. Ist ja alles von Dornen umgeben. Blablabla. Das weiß sie wahrscheinlich auch ganz genau, dass ich nicht weg kann. Trink und stirb. Was? Das tötet sie nicht? Noch mehr? War zu früh. Nee, war's nicht. Langsam, aber sicher vergifte ich dich, mein Schätzchen. Reicht das nicht? Komm. Muss doch reichen. Muss sie vielleicht abstechen? Versuch sie mal abzustechen jetzt. Oder vielleicht muss ich den Stuhl irgendwie manipulieren? Thorns everywhere. The creepy plant has surrounded the house like a protective barrier. Okay, ich habe ein Stück Dorn. Cut thorn. You want to do that? Seriously? That makes no. Okay, aber warum? Warte mal, vielleicht kann ich den Dorn ja auf den Stuhl stellen irgendwie. Aber dazu muss ich jetzt erstmal wieder an ihr vorbeikommen. Komm. Vielleicht bringt das was. Ich weiß nicht, sind die Dornen giftig? Das wurde jetzt gar nicht gesagt. Oh, das geht. Okay.
Gut, dass es überhaupt keinen Hinweis darauf gab. Oh. Das war jetzt automatisch, dass ich hochgegangen bin. Das muss irgendwas bringen. Trink, Hexchen, trink. Ja. Ding dong, die Hexe ist tot. You won't be eating anyone ever again, you beast. Sehr gut. Und der Vogel ist auch weg. Boah, diese widerliche. Nee, das Gift will ich ihnen nicht geben. Curses. None of the keys work. Save yourself for. Hold on a little longer. I'm going to look for different keys. Was? Aber der Schlüsselbund. Was ist denn los? Hat der Alte die Schlüssel? Was will er denn machen, hä? Stech ihn doch einfach ab. Ah! Oh, ich hab's gewusst. Ja! Alter! Ah, oh, what the fuck? Nimm den Dolch mit, der ist teuer. Da sind Rubine drin. Alter! Okay, einfach mal das Hillbilly-Pärchen ausgelöscht. Die Hillbilly-Kannibalen. Ah, oh, geil. Ihr seid frei. Run home. This cursed family is at an end. Thank you, boy, but we have no home. Boy, sagt sie, du bist auch ein Girl. Du bist nicht älter als wir. We can stay here. Chop down all the thorny weeds, fix up the house and live happily. Naja, ich weiß ja nicht. Not a bad idea. Fix the place up a little inside and enjoy life. It's got everything you need. Das ist klassische Hänsel und Gretel. Farewell. Safe travels. Take care. Okay, danke. Bye. Ihr wollt hier aufräumen und hier leben? Naja, viel Spaß. So, Kapitel 3 vielleicht? Nee, immer noch nicht. Oh, okay. Länger als ich dachte, das Spiel bisher. Der erste Teil, der war jetzt, glaube ich, schon vorbei. Schon wieder der Brunnen? Alter. Das ist einer von den Prinzessinnen. Es ist die Prinzessin, oder? Oh mein Gott. The girl with the monster is on the hand. The poor animal hid in this hole. I should help it. The girl with the monster. On the hand. Ist das die Prinzessin? Ich glaube ja. Oh, ich habe einen neuen Dolch. Knife carved from bone. Oh, guck mal hier. There's a worn spot on the branch. Aha. Ich kann aber nicht runter, da wird sie mich auf jeden Fall sehen. I can't go down. The girl is standing right in front of the ladder. Das ist creepy. Ding, ding, ding. Oh, no! Okay. Wo geht's denn überhaupt hin, das Vieh? Ich will nur das Seil. Rope is. Komm schnell. Ja,
Das ist teilweise echt super, super close. Okay, und jetzt? Jetzt habe ich da einen Knoten. Und ich kann nicht runter, weil... Also ich kann nicht vor das Mädchen, dann sieht sie mich. Oder bin ich tot? Ich kann auch nicht zu dem Vieh, sonst bin ich tot. Was habe ich davon? Möchte ich nicht abschneiden? Aha. Verstehe. Aber das bringt doch nichts. Das Vieh ist doch durch einen Schmetterling kontrolliert. Alter! Du scheiß Schmetterling! Ich hab das Mädchen einfach gekillt! Glaubst du, das war die richtige Entscheidung? Ups. Little Princess, I found you. I have blood on my hands. Again. Did I have a chance to save you? Ellie is in danger. If the girls are hunting in the forest, they could easily become the prey. I need to hurry. Kann ich das nochmal machen? Okay, es geht echt länger, als ich dachte. Na gut, ich mach das eben nochmal. Ich versuch's mal, wenn es jetzt von der anderen Seite kommt, ob es dann funktioniert. Aber es funktioniert nicht. Was? Thank you, boy. Du kannst reden? I didn't mean to... This is crazy. What matters is that we're alive. This isn't the first time I've been hunted. Our forest is governed by the law of the jungle. Voll die Probleme. It's like you or me. Und sein Auge zuckt. They won't catch Yanni Anuas again. What do you think? Should I lay some traps? I think they'll stay clear of this place if you do. Oh Mann, die arme Prinzessin, ey. Im Endeffekt ist sie halt auch nur ein kleines Mädchen, das das nicht verdient hat. Das Spiel macht keine Gefangenen, das ist echt krass. Strange boats, and there are no oars. Ja. Was mache ich denn jetzt? Da liegt doch Holz. Ich will irgendwas nehmen vielleicht. I need to get across the river. Is that your boat on the bank? The boat? No. No, that belongs to the river. How am I supposed to get across to the other side? There are no oars for rowing. The boat, just like the river itself, is enchanted. If you want it to take you across, you need to bring it a gift. Vielleicht den Stein? Nee. Sei jetzt nicht die Prinzessin. Holy shit. Spiel macht mich fertig. Es schwimmen halt schon überall Knochen von anderen wahrscheinlich, die hier geopfert wurden. Aber voll gut, die Spiegelung im Wasser, das ist, sieht richtig schick aus.
Oh mein Gott. Was ist das schon wieder? Ganz schön krank, wenn er mich fragt. Okay. Eine alte Eule. Und die schläft. Wird immer verrückter, aber ich mag es total gerne, das Spiel. Echt super. I'm delighted to welcome a traveler to my humble abode. Albeit you are weary from traveling and wish to rest. Yes, please, follow me. Thank you. You're very kind, but I'm in a big hurry. Forgive my curiosity, but may I ask where you're rushing to? I need to find a cave and find my little sister. An evil spirit has possessed her mind. I suppose you're seeking the cave located on that blood-stained island that lies next to ours. You know where it is? Please, show me the way. Only a desperate person seeking death would venture there. The road there is long. The placid river soon becomes a channel of sewage teeming with evil spirits. I will be glad to help you. But I think you will only be up to the task of such a journey after a good night's sleep. Ich vertraue ihm überhaupt nicht, ey. Rest now, young man. And after, we will equip you with everything you need and send you off in our best boat. Ey, ohne Scheiß, warum sollten sie uns einfach so helfen? Die wollen uns bestimmt fressen. People sail to our island so rarely, but we need company in the same way you need air to breathe. Ja, ja, ja. Please do us a kindness. Spend a few hours with us. I think I really need to rest for a few hours. Thank you. Please follow me upstairs. I will take you to the best room. Ne. Ne. Will ich schon gucken, ne? Das ist auf jeden Fall eine Falle. Make yourself at home. I will go and see that the boat is made ready. Thank you again. I'll just rest for a short while and then I'll be on my way. As you wish. Rest now, young man. Sleep well. Er hat doch erst zu Hause geschlafen, bevor das Abenteuer losging. Wie viel Schlaf braucht er denn bitte? Siehste? Ich hab's gewusst. Diese Dreckseule. Nein, irgendwas Schlimmes passiert. Bestimmt werden sie uns die Seele ausreißen im Traum oder so. Ja, cool. Oh, das ist rot. Was ist das denn? Yikes. Ich hab nichts in der Tasche. Ist kaputt. Gucken, wo über so ein roter Schimmer ist. Da. Ja, lacht nicht so. Ich mach euer ganzen Klump hier kaputt. Aber da geht's nicht weiter. Kann ich auch. Das böse Lachen. Okay, jetzt wird alles klar. Okay, komme ich jetzt raus? Okay. Ich musste die vier Dinger zertreten. Das hat eins zu wenig vorher. Wäre doof. Oh Mann. Ist einer.
Wow, es ist immer noch so, als wäre ich total geschickert. Ah, okay, da kann ich einstellen, wo ich rauskomme. Hallo? Ja. Hoffentlich kriegt er mich jetzt nicht. Oh nein. Boy, are you lost? It is late and I can see you are weary. Why not come with me and rest a while? Let's go. I will lead the way. Ach nee. Okay, die tun mir nichts, aber die wollen mich auf jeden Fall nicht weggehen lassen. Ah, klasse. Oh nein, komm schnell. Komm ich jetzt da raus? Kann ich da den Hebel ziehen oder was? Nein, da will ich da nicht hin. Ach nee, warte mal, da ist der Z. Ich muss den auf N stellen, da komme ich da unten raus. Hallo? Ach, warte, ich muss nochmal drücken, da komme ich erst raus. Ja, hab's verstanden, okay. Was macht der Hebel? Oh nein. Boy, are you lost? It is late. Let's go. Okay, ich hab's geschafft. Jetzt muss ich nur noch hier durchkommen und dann kann ich mir die Kugel rausnehmen. So, das umstellen. Schnell. Gut. Pass auf Z. Und jetzt die Kugel. Was habe ich da davon? Ist die Frage. So, ich hab sie. Ach, verdammt, ich komme wieder hier raus. So, warte mal. Da komme ich dann. Ich wünschte, ich hätte hier einen besseren Überblick. Ah, da ist sie. Aber bin ich jetzt safe hier oder wie ist das? Ich muss auf jeden Fall den S-Ausgang finden. Irgendwie muss ich an den S. Bei C komme ich da raus. Was ist das? Wo ist der? Ach, der ist ganz oben. Das ist so eine Kugel. Ah, jetzt ist die Frage, komme ich da rüber? Lässt die mich durch? Ja, die lässt mich durch, okay. Aber schnell. Ich hoffe, sie läuft nicht so weit rüber, die Eule. Oh, die armen Kinder. Ich hoffe, kann ich denen irgendwie helfen? Oder? Das ist voll der Ego-Trip, diese Reise hier. So. Jetzt schnell. Oh. Okay, das ist der Alte. Oh nein! Oh shit. Guest, are you awake? Let's go. I will lead the way. Ich kann mich aber verstecken. Aua! Es ist heiß, oder was? It won't budge. The cupboard is locked. Was ist das eigentlich? Ein Werkzeug mit einem flachen, geschärften Schaft. Thank you. Your hospitality truly knows no bounds. Wird er damit vielleicht gestärkt? Ja, diese Kinder hier. Oh, jetzt schnell. Scheiße.
Ich komme nicht weg. Ich komme nicht raus. Was ist das? Hä? 2, 3, 4, 5, 6. Was bringt das? Warte mal, eigentlich ist es total logisch. 4, 6, 2, 4, 8. Mal gucken. 4, 6, 8. Nee. Vielleicht ist es... Warte mal, vielleicht ist es 6, 4... Ich probiere jetzt einfach mal. Vier, sechs war's. Na gut. So, und jetzt? Kann ich jetzt den Code... Also, kann ich jetzt das Ding umstellen ohne Alarm? Ja, sehr gut. Ah ja, und jetzt komme ich hier raus. Aber was ist mit den anderen Kindern? Das ist doch kacke. Ich kann die doch nicht einfach im Stich lassen. Ja, vielleicht kann ich's schon. Boah, ihr Ekelhaften, ne? Diese alte Kackeule, dass die noch ein bisschen weiter leben kann, oder wie? Pech. Okay. Oh, es wird sehr neblig. Da kommt was. Oh, scheiße. Ah! Hau ab! Aber ich will wissen, was passiert. Ich lasse die mal an Bord. Wow, okay, die töten mich halt super schnell. Alles klar. Sag mal, was ist das hier für eine Welt? Ihr tötet dich einfach alles. Voll die Arschwelt. Na komm, verbrenn! Ich finde das Enkel. Licht ist nicht so gut für euch, ne? Ich juggle so ein bisschen. Komm, macht mal ein bisschen schneller. Dass ich nicht immer... Sehr gut. Welle 2 geschafft. Jetzt wird's bestimmt richtig eklig. Oh ja. Oh ja. Hau ab! Boah! Ihr Scheiße. Juggle, juggle, juggle. Oh, jetzt kommen wahrscheinlich Dutzende. Geh. Okay.
Ey, ey, ey. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Nein! Oh, das war knapp. Verbrenner. Oh, ich hab's. Oh, da geht die Lampe raus. Ey, das war... Das war krass. Kapitel 3, die Quelle. Oh, Kinder. Was ist das für ein Spiel? Das wird ja immer schlimmer. Also, da war der erste Teil ja noch... Da war der Pillepalle noch dagegen. Oh Gott, er ist ganz grau. Die Haare sind ganz grau geworden. Ich glaube nicht, dass wir diese Reise überstehen. Ehrlich gesagt. Er ist halt nur ein kleines Kind, ne? Und ist jetzt schon wahrscheinlich um Jahre gealtert durch die Aktion. Heftig. Was ist das denn? 1, 2. Okay. Ich verstehe. Fehlt da nicht noch ein Licht? Okay, geht noch nicht weiter. Can this really be the same cave the house spirit mentioned? Alles klar. Okay. Interessant. Oh, dieser arme Junge. Oh, cool. Da ist noch so eine Krone. Sollen wir sie aufsetzen? Exvieh. Hello, Lars. Why did you run away? Our lands are a dangerous place for a stroll. The forests and rivers are teeming with ruthless creatures. The only ruthless creature here is you. To some I am evil. To others, I am their salvation. I never doubted your abilities for a moment. If you did run, it was only so that you could visit me here in person. Welcome to my home, Lars. You have become a man. The local population have gifted you some handsome silver in your hair. Handsome, ja, der handsome 10-Jährige mit grauen Haaren. Stop stalling! Where's Ellie? Let her go now! Ellie is safe. The cave is sealed against unwanted visitors. We've been looking for you everywhere. Don't be afraid, come to us. Alter. Boah, ist das creepy, dieses Vieh. Irgend so ein kaputter, verwester Bär, oder was soll das sein? Was zur Hölle? Also war das Mädchen im ersten Teil auch nicht böse. Why should I go with them? What dark ritual are they so eager to perform on me? Maybe Ellie is somewhere nearby. I need to search the island. Naja, vielleicht wollen sie dich auch zu so einer Gestalt, oder sie wollen dich halt als Brutkasten nehmen für die Schmetterlinge. Und anscheinend will sie ja nur diese Mädchen dazu bringen. Warum sind da eigentlich überall Brunnen hier? Wuhu!
Macht das irgendwas? Vielleicht gibt's ja ein Achievement, wenn ich hier jeden Brunnen huhue. Oh, shit. Okay, ich kenne die Kombination nicht, also muss ich gar nicht erst versuchen. Das ist wie ein riesiger Maulwurf. It's not sleeping. It's waiting to be brought to life. Without the butterflies, it's just a big scary rabbit. The butterflies? Oh nein. Okay, ich kann da nicht hin. The butterflies. Vielleicht ist es ja so wie im ersten, dass ich mir selber so eine Puppe machen kann. Was ist, wenn ich überall die Sonne mache? Ah ja. Jetzt hält sich das aber mit, verdammt. Oder überall ein Schlüssel vielleicht? Mist. Vielleicht ist hier der Schlüssel. Warte mal, es gibt unten gar keinen Schlüssel. Wow, okay, ist ja egal. Ich habe einfach mal rumprobiert und es hat funktioniert. Nach einer Zeit. So. Eieieiei. Der arme Junge. So many books, carefully stacked and stuffed with bookmarks. Tales from the Treasure Box? I know that book. Mother used to read it to me when I was little. Achtung, am Ende ist es seine Mutter, die Böse. Guck mal, hier bastelt jemand diese Kronen. Nein, oder? Das wäre richtig übel. A butterfly? That means there must be a girl here too. Guck mal, was da rechts sitzt. So ein abartiger Igel ist das. Like totally ordinary black tea. Another monster in the service of evil. Holy shit. Poor boy. The parasite is devouring him from the inside. Sama. I wonder if the larvae have a vulnerability. Right now, this monster is happily sitting inside a boy, eating him from the inside out, but what if we put it inside something hot or acidic? Poor boy. What the fuck? It looks like I picked a ripe fruit. So that's how bloodthirsty butterflies come into the world. It looks like I picked a ripe... It looks like I... The tea didn't do anything, which isn't exactly a surprise. Oh mein Gott, mir fällt nichts mehr dazu ein, ne? Mir fällt nichts mehr dazu ein. You want to... Another monster. Ich da nichts machen? Was mache ich denn jetzt mit dem Zeug? Oh, da kommt sie wieder. Sag mal, dieses kranke Spiel. Aber ja, habt ihr schon mal so die alten Märchen gelesen von Gebrüder Grimm? Also die sind nicht besser. Ich sag mal, sowas wie Max und Moritz, was eigentlich ja so lustig ist, so haha, die spielen Streiche den Leuten, am Ende kommen die in die Mühle und werden einfach mal klein gemahlen und dann die Gänse verfüttert. Das heißt, die haben einfach mal zwei Kinder umgebracht, die einfach nur Streiche gespielt haben. Also da geht nichts gut aus bei Gebrüder Grimm. Das ist alles immer sehr brutal und übel. Ja, genau. No use.
Ja, du bist nicht Herkules, Jung. Du kannst nicht einfach mal so eine riesige Steinplatte hochheben. Aber wenigstens... Wollte ich sagen, kommen wir jetzt weiter. Kommen wir nicht. Pilze? The bridge is broken. And judging by the claw marks, it was done deliberately. Claw... The claw marks. I can't imagine you want to... Mushrooms. Black tea flavor. Black tea flavored with unknown mushrooms. Sehr gut. Sagen wir Pilztee. Ich wette, ich brauche das Vieh, dass es mir die Platte darunter hebt. Boah, ist das creepy. Ist das creepy. Oh, der Junge lebt ja noch. I feel like I'm being turned inside out. How are you? Feeling better? Maybe. I don't know. I'm shivering. All my muscles are cramping. I've got stabbing pains in my stomach. How did you end up here? Do you remember anything? I have no idea where I am, but I remember her face clearly. Very young, but with an obvious furrow between her brows, as if this little girl is always frowning, even in her sleep. She watched me behind a tree for a long time, and after that, it's all a blur. Her face is so close. She's reaching out to me. Something cold and terrifying is holding my face from behind, and a little girl with a sweet smile lays something horrible on my tongue. Then there's a loud snap, and it's such a strange memory. The whole world seemed to drain of color, and I couldn't even close my eyes. I was just a witness, trapped in my own body. All my senses shut down until only my sight remained, and then it slowly faded away. I saw a forest and even a small river before my eyes were completely covered in a white film. Entschuldigung, da hat das Telefon geklingelt. Ich hoffe, der Satz war jetzt nicht ganz so arg abgehackt. No, it seems she's gone off on her next hunt. Staying here is dangerous. We need to leave. Thank you. I don't know how to thank you. Soll ich euch was verraten? Ich glaube nicht, dass er das überleben wird, der Junge. I'll rest a little while longer and then I'll go. Ich bin schon wieder so rot, ne? Warte mal. Warum bin ich denn immer so knallerrot hier? Diese Kamera macht mich wahnsinnig. Oh boy, ich glaube, wie gesagt, er wird sterben. It looks like I picked a ripe fruit. Mm. Die Larve ist in das Vieh reingegangen. Another monster in the service of evil. It might have been guarding something important. Nein, mach Glas. Jar with decorative lid. That is. Hey. Ich kann jetzt den Schmetterling einfangen. Ja. Ex-Viecher. Hmm. Is it all to do with the magic jar? Or did the butterfly think I was the owner because I'm the first person she saw? Dieses Spiel macht mich fertig, Leute. Das ist so böse. Oh, das ist eine ganz schlechte Idee, ne? I hope this goon thinks I'm the new owner. Ich glaube, er wird uns jetzt töten wollen. Okay. Aber wir haben noch gar keine Krone. Boah, diese Viecher sind auch noch super stark anscheinend.
Ja, bei, ne? Diese dummen Schmetterlinge. Ich hasse sie. Oh nein! Ich hätte die Tür zumachen sollen, ich wusste es. Na? Ich habe die Tür von der falschen Seite zugemacht. Warum sollte er das auch tun, Mensch? Warum? Okay, so geht das nicht. Ich muss was anderes probieren, vielleicht. Oh, es war richtig. Du ekelhafte. Hello, Lars. How do you know my name? Open the door. Why try to stave off the inevitable? Gran will soon have me untied, and together we'll all go to see our mistress. I already met two boys upstairs. I don't think they were too glad to have met you. Pay no mind to them. They are just waste material. You have a very different role to all the girls ordered to bring you in alive and unharmed. I wonder what fate awaits me. We do not know. Lars, we simply serve and carry out the orders of our mistress. Von Frau. What's your name? Who were you before? My name is Sophie. I am a Miller's daughter. Well, I was. Our wonderful community began with me. Tell me about it. I want to know everything. I have nothing to hide. The mistress spoke to me in the forest, around a year ago now. First, she taught me about creation and the cosmos. I finally got answers to questions that had plagued me since childhood. Questions that confounded my father. And during one visit, the mistress took me to an abandoned house, where I made the first diadem following her instructions, fusing her consciousness with my own. Let me free you before your mind is lost forever. Okay. Ist sie jetzt tot? Oh nein. Schlüssel, der von Sophies Gürtel genommen wurde. Oh nein, dann sterben sie ohne die Krone. Was passiert da mit unserer Schwester? Wird sie dann auch sterben? Cassis, the door is locked. Na toll, dann gibt's gar keine Rettung mehr. Hätten wir die Prinzessin vielleicht auch doch nicht retten können. Oh, übel, 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 sag ich euch.
Okay, wie gesagt, das habe ich jetzt bei jedem Brunnen gemacht. Okay, man kann die Zwischentöne gar nicht. Cis, dis, bis, gis. Eis, B. Vielleicht brauche ich erst die Tasten. Kapelle. The stained glass is blindingly beautiful. A broad spruce tree, a fire-breathing dragon, a brave knight, and a tall tower. It's a pity it's so dark here. Was ist das denn? Holzplatte mit eingebrannten Noten auf der Oberfläche. The stained glass is a broad... It's a pity. Okay. Aha. Warte mal. Der Baum zeigt nach oben. Der Drache guckt auf den Ritter. Der Ritter zeigt auf den Drachen. Und der Turm zeigt auch nach oben. Das war jetzt nicht schwer. Aha. Warte mal, ich will aber erstmal die Noten draußen nutzen. Aha. So, das funktioniert schon mal. B. Nicht, wie ich das spielen soll. Keine Ahnung. Also ich will zwei Hände spielen, aber ich kann ja nicht mal die Mitteltöne. Na dann. Ich muss ich nicht mal alle anzünden. Warte mal. Ah. Na toll. Ich muss rausfinden, welche Tasten funktionieren. Warte mal, dann schreibe ich mir das gleich mal auf.
So. Müsste jetzt stimmen. Tut's auch. Aha. Eine Kerze. Ich bin gespannt, was passiert. Hallo? Oh nein! Aber warte mal, die waren gut, glaube ich, diese Waldgeister, oder? Ja. Of course I can see you. You're everywhere. We didn't dare hope we could communicate with a living creature. Who are you? My name is Lars. I'm searching for my little sister. We know of your plight. The whole forest suffers, but we are the guardians of the forest. Since time immemorial, we have guarded our land against evil, but now we are just puppets in the claws of a sorceress. She turned us into weapons that savagely wiped out all the denizens of the forest. Was sind die Tiere? A sorceress? So it's not a demon? She's a human being. Or rather, she once had a human form. Now she lives as a butterfly. I met her recently, in a cave. You are lucky to still be alive. She uses boys as cocoons for her larvae, which grow into bloodthirsty butterflies. Bloodthirsty butterflies! The girls used them to take over our bodies. A butterfly can easily control the mind and body of the creature it inhabits, slowly eating it from the inside out. We have already lost hope of ever returning to our mutilated bodies. All we want is to save our forest. But how? There is a wizard in these lands. He's already very old, and we are not even sure if he still lives. 5 years ago, it was he who turned the sorceress into a butterfly. But even in that harmless form, she managed to acquire dark power. Aber können wir nicht einfach den Schmetterling zerquetschen, alles gut? And immediately after those events, the wizard fell into a deep depression. And retreated into seclusion somewhere in the swamp. Er bekam Depressionen, haben sie übersetzt mit, er wurde sehr verdrießlich. Go to him. Perhaps you are the one destined to play a decisive role in saving the forest. For it is not by chance that you came to be here and were able to speak to us. Outside you will find a well. It is a magical system we build for moving around the forest. So funktioniert das. I sense our meeting will soon be ended. Boy, you hold not only your sister's fate in your hands, but the fate of the whole forest as well. But no pressure, ne? I fear you are the only one who has come this close to finding the answer. You must see this mission through to the end. Good luck. You have a brave heart. You will save us. Er ist der Auserwählte. Okay. Das sagt jeder, wie mutig er ist, aber ich meine, Mut ist... Naja, im Prinzip ist es auch ein bisschen für Doofe, ne? Oh nein, da ist sie wieder. Okay. Wollen wir jetzt auch den Schmetterling, den Dings vom Kopf reißen?
Was? Oh. Oh. Hä, was soll ich denn machen? Ach, warte mal, wenn sie spielt. Wenn sie spielt, kann ich laufen. Oh, jetzt aber flott. Alter. Okay, jetzt sind wir in irgendeinem Sumpf. Oh, ich wusste es. Ich wusste, dass wir hier sterben können. Oh, es ist so gemein. Dieses ganze Spiel ist so gemein zu Kindern. Da blubbert was. Soll ich mal drüber laufen, wenn es blubbert? Okay, blubbert, tödlich. Hab's kapiert, alles tödlich. Alles böse. Oh. Bin zu früh runter. Lubberino. Okay. Lubbert hier noch was? Oh nein. Hier sind wieder böse Dinge, wie wahrscheinlich die mich jagen. Ah! Pilzmonster! Oh, es ist die Hexe aus dem Sumpf. Ah! Was? Was ist denn das schon wieder? Warum sterbe ich da, wenn ich in der Baumstamm versteckt bin? Die riecht mich jetzt wieder. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, ich hoffe, ich hab's jetzt. Das war jetzt einfach nochmal hin und her die ganze Zeit. Aber die vierte Sequenz und... Geht die Tür jetzt auf? Oh nein, da kommt sie. Der Zauberer! Oh, sehr gut. It's been so long since I met another person in this desolate, gloomy places. Another few moments and we would never have met. Was? Hello, I'm... Boy, I have an unspoken agreement with the locals to maintain peaceful relations with them.
The entire swamp is full of vile, soulless creatures. One of which just tried to catch you for its dinner. Sorry. Sorry. Never mind. Sometimes you need to remind these beasts who rules the swamp. Why did you choose to live in such an awful place? I wanted to be alone. The natural surroundings here act as a barrier against the outside world. But by some miracle, you managed to reach my house. I presume you have not come to these grim parts for no reason. I came to ask for help. The sorceress you turned into a butterfly has gained power and has possessed my sister's mind. She wants to destroy the whole forest. The spirit said that only you can stop her. I couldn't back then, and I won't be able to this time either. What that loss has done to you, my beautiful daughter, who was so capable from such a young age, is the butterfly. Wow, seine eigene Tochter war die Hexe, die Böse. It all began when she was a child. Wolves savaged her mother during a walk in the forest, and my daughter only survived thanks to a passing hunter. That experience changed her deeply. She came to hate the forest and swore to destroy all its inhabitants in the most painful way. We no longer spoke. She spent all her time engrossed in dark tomes, creating spells. Time passed, and for a moment, I thought my little girl had forgotten her terrifying plans. She married, had children, and then the forest made itself known once more. Her son was attacked by a bear. The beast only slightly wounded the child, but that was enough to awaken the evil slumbering within her. Warte mal. Der Bär verletzte ihn leicht. Also sind wir das Kind von der Hexe? Und deswegen will sie uns nicht töten? Aber warum weiß er das nicht, dass seine Mutter das... Ich meine, gut, er sagte, sie ist seit 5 Jahren weg. Aber warum macht sie das? Sie hat eine Familie. Und das ist dann unser Großvater quasi, der Zauberer. I noticed the change. And I realized I had to act. Weil der Jäger ist ja unser Vater, ne? Also, hä? The only thing I could do was transform my daughter into a harmless creature. A butterfly, for instance. She loved butterflies when she was little. And then I had to lock her in the magical cage that would drain her dark power and bring peace to her troubled soul. Forever. I could not bring myself to put her in the cage. Your story, it's making me feel strange. But does that mean you still have the cage and we can save the forest? Yes, I still have it. You only need to open the cage next to her. The magic will do the rest. Ich meine, es ist ja klar, wie ich losbrühe, dass sie unsere Mutter ist jetzt. Aber warum sagt es keiner? Where my daughter is now? I came across her in the cave. Say no more. Now. Focus and think of that place. Schnips und weg ist er. Komm, sag doch, my grandson und... Nee, sag doch nicht. Es ist doch klar, dass es unsere Mutter ist. Was ist da los? Warum wird das nicht mit einem Wort erwähnt? Das müsste er doch wissen, der Großvater, der Opa, der Zauberer da.
Ich meine, wir wurden ja auch von den Bären verletzt, wir wurden gekratzt. Und sie hat ihn dann zerpflückt und den Kopf aber an die Wand gehängt, oder was? Aber warum schickt sie dann zu unserer Familie, warum tötet sie dann unseren Vater, ihren Ehemann? Und macht ihre eigene Tochter zu so einem Monster? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es echt nicht. Vater! Der ist auch schon beherrscht. Oh nein. Vielleicht denkt sie ja, so ist die Familie vereint. It's so wonderful to see the whole family reunited. Father, what's going on? Father! My son, we thought your poor mother died, but we were wrong. She took on a different form, but even in this incredibly fragile body, she was able to find us and reunite our family. Hättest du auch mal erzählen können, dass du der Schmetterling bist. Lars, look at the amazing crown we prepared specially for you. You have spent long enough rolling in the dirt with the rabble, my boy. Now the time has come to rule. Mother, but all these killings, it's madness. The girls are only cleansing the forest of its blight. I need a clean slate on which we can build our wonderful new world together. Wonderful. What is that strange cage you're holding? Mother, forgive me. This cage is for you. Son, put the cage down. Papa, please, wake up. We're not killers. Brother, don't do anything foolish. I don't want to lose mother all over again. You don't know what you're doing. Our mother is gone. Unsere Mom. Oh, was soll ich machen? Ich mach es. Kann ich beide? Ich zeig beide Endings, also mach ich ihn erstmal kaputt. Mother. Will I forget who I am? Don't be afraid, my son. You will not forget yourself. Let me help you become older and wiser. Mama, I missed you. My little one, come over to us. Ich weiß ja nicht, ob das eine gute Entscheidung ist. Der König ist da! Oh nein. Alter, ist das böse? Was zur Hölle? Okay. Starkes Ende. Creepy Brothers Studio. Ja, aber wir spielen natürlich nochmal und machen nochmal das letzte. Okay, krass. Was ein gutes Spiel. Sehr blutrünstig, aber sehr gut. Und vor allem müssen ganz viele Kinder daran glauben, was ich ja persönlich nicht so geil finde, aber so ist es halt in Märchen, ne? Die Kinder sind immer die leiden, weil sie nicht auf die Eltern hören. In dem Fall jetzt nicht, aber generell ist es immer so, dass wenn Kinder nicht artig sind, nicht hören, was die Eltern sagen, passieren schlimme Dinge. Kriegen sie zum Beispiel die Daumen abgeschnitten oder werden bei lebendigem Leibe verbrannt. Oder, ja, weiß ich nicht, werden zu Gerste zermahlen und werden an die Gänse verfüttert. So ganz normale Sachen halt, ne? Wer kennt's nicht? Oder werden gegessen von bösen Hexen? Na, sowas eben. Okay, wir überspringen das mal kurz. Dieses Mal werde ich den Schmetterling leider einfangen. Was wohl das gute Ende ist. Bye, Mother. Oh. Oh, sie sind wieder normal. Okay. Oh. Das gefällt mir viel besser, das Ende. Aber sind jetzt auch alle anderen wieder normal? Was ist, wenn jetzt die kleinen Mädchen wieder... Okay, das war's wohl. Dachte, da kommt noch was. Aber es gibt ja noch einen dritten Teil, Leute. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wird dann auch irgendwann kommen. Jetzt nicht sofort im Anschluss, weil der geht, glaube ich, auch so lang. Zumindest, weil ich den Steam-Kritiken trauen darf. Ich sehe halt immer, wie viel Zeit die gespielt haben. Anyway, ich danke euch fürs Zusehen. Danke für die Likes, für die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Lasst es mich gerne wissen.
und schreibt mir, was euch besonders gut gefallen hat oder wie ihr so generell die alten Märchen findet. Ich bedanke mich schon mal bei meinen Kanalmitgliedern und die lese ich jetzt auch vor. Ich bin der Bruger und verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Ani 1407, Bax King 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Burger Bun Slayer, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, J.S. Cassie Feenstaub, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Luigi, Markus Eckgold, Master Explorer 5000, Mike Kid Chan, Metal Dragoner X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Nezumi, Nini Ping, Opa Geil, Pupo Fischpupp, Raik Poretzky, Rufus Platus, Saalfalter essen Katzenkotee, Shane TSGTV, Sidewides, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Tami Strofeus, Vantan und Wölfchen 0909.